Herzlich willkommen zu Cyrils Brettspiele durchgespielt. Mein Name ist Nils. Wir spielen heute Las Vegas aus dem Hause Alea und es wäre nicht ein aktuelles Video aus diesem Jahr, wenn nicht auch gleich die Erweiterung Las Vegas Boulevard dabei wäre. Wie immer im ersten Video schauen wir uns einmal die Komponenten an, getrennt nach Las Vegas und Las Vegas Boulevard und dann direkt die Regeln. Ja, gucken wir uns als allererstes an, was in Las Vegas drin ist. 6 Casinos. Aufgedruckt sind Zahlen, hier eine 1, da eine 2, da eine 3, bla bla, 4, 5 und 6 natürlich. Dann je 8 Würfel für Schwarz, Blau, Weiß, Rot und Grün, denn man kann es mit bis zu 5 Spielern spielen. Geld, also Karten, Werte zwischen 10.000 und 90.000 und eine Startspielerkarte. Wie läuft das Spiel jetzt ab? Die Weißen haben eine besondere Regel, die erkläre ich aber gleich erst bei der Erweiterung mit. Da kann man sie auch nochmal nutzen. Das Spiel läuft ab, nehmen wir mal an, man spielt mit 4 Spielern. Rot, Schwarz, Weiß und Grün. Dann würfelt der erste, zack. Und nun guckt er, was er hat. Und alle Zahlen einer Augenzahl, also ich habe hier 2 3, 2 5, 2 1 und 2 2. Jetzt kann ich mir aussuchen, welche Zahl ich nehme, zum Beispiel alle 2, und dann lege ich die hier an. Dann ist der nächste dran und so weiter und so fort. Am Ende der Runde wird geguckt, wer dort die Mehrheit hat an den Casinos und der bekommt die dort ausliegenden Geldkarten. Das ganz kurz, wir gehen gleich weiter etwas tiefer ein, wenn ich Boulevard ausgepackt habe. Wichtig dabei ist, wenn jetzt 2 Farben einen Gleichstand haben, wie hier zum Beispiel Rot und Grün, dann heben sich die Würfel auf und selbst wenn dieser hier, der Schwarze, nur einen Würfel drin hätte, dann würde der Schwarze gewinnen, weil die sich quasi neutralisieren. In der Box kommt schon eine Besonderheit mit in der ersten Box, nämlich die weißen Würfel, die kann man als sogenannte neutrale Würfel nutzen, natürlich nur, wenn man mit 4 Spielern spielt. Dann kriegt jeder 2 neutrale Würfel dazu, würfelt die mit und die agieren wie ein eigenständiger Spieler. Und klar ist, wenn man 3 Fünfen würfelt und davon ist einer weiß, ja, dann muss man die eben einfach mit anlegen. Diese Karte ist einfach nur eine Startspielerkarte, damit es reihum geht. Was ist jetzt in Boulevard in der Erweiterung Neues drin? Und dazu muss man sagen, Boulevard, die Erweiterung, ist so ein bisschen so eine Art modulare Erweiterung. Gucken wir uns das Material an. Eine weitere Farbe Grau, eine weitere Farbe Gelb, eine weitere Farbe Lila, nochmal 2 Weiße, damit kann man die auch benutzen, und 7 größere Würfel, wenn man die jetzt hier daneben legt, sieht man, die sind ein wenig größer hier geworden. Auch bei Grau kann man sich das einmal angucken. Hier, zack, etwas größer und in der Regel ist die Augenfarbe anders, aber das trifft eben nicht auf Schwarz oder Weiß zu. Ja, diese sogenannten Biggies sind einfach schlichtweg. Die ersetzen einen Würfel im Spiel, das heißt also, man spielt weiterhin mit 8 Würfeln, aber ersetzt den roten durch einen anderen. Und der Biggie ist einfach schlichtweg 2 wert. Ja, wie man sieht, kann man jetzt mit bis zu 8 Spielern spielen, wobei Biggies nur 7 drin sind, also nur bis zu 7 mit Biggies. Dieses ist ein neues Casino, der sogenannte einarmige Bandit. Den gucken wir uns gleich nochmal gesondert an. Diese Karte ist eine Helferkarte. Wenn man mit unterschiedlichen Anzahl von Spielern spielt, legt man an die Casinos, bevor man startet, unterschiedlich viel Geld. Das erkennt man hier, wenn man zum Beispiel mit 6 Spielern spielt, bis zu 70.000. Und dann ist Schluss, wenn man nur mit 3 spielt, nur 40.000. Diese Karten sind sogenannte Aktionskarten. Davon kriegt immer jeder eine oder 2 auf die Hand. Und dort steht dann ein Text drauf, wie hier zum Beispiel. Und dann steht da in Blau bei der Auswertung. Manche gibt es aber auch, die man einfach beim Platzieren nutzen kann. Diese kriegt man zusätzlich auf die Hand, so ein bisschen randommäßig, also zufällig. Ja, und dann darf man die einfach irgendwann einmal nutzen.
Diese sind so Auftragskarten und die besagen, wenn man hier zum Beispiel den 50.000er hat, für jeden 50.000er, den man sammelt, kriegt man einen Punkt. Markiert wird das mit einem Würfel, den man hochdreht, und jeder dieser Punkte ist nachher 50.000 wert. Selbst wenn man diesen Auftrag hat mit 70.000, ist jeder nachher nur 50.000 wert in der Endabrechnung. Besonders schön finde ich noch die Lilanen, dazu würde ich gerne noch was sagen. Die Lilanen sind sogenannte Kickerwürfel. Die kommen ebenfalls wie diese neutralen Würfel dazu. Also wenn man zum Beispiel mit Gelb spielen würde, mit dem Biggie, dann hat man hier die 8 Würfel, mit denen man spielt, 7 normale, ein Biggie, 2 neutrale und 2 Kicker. Ja, und Kicker funktionieren wie folgt. Stellen wir uns vor, hier auf den 5 liegen 2 hiervon und einer hiervon. Ja, und nun würfelt Gelb und möchte unbedingt da noch was hinlegen. Dann würfelt er hier eine 5 und hier diese 5 auch, aber sagen wir mal, das wäre was anderes gewesen. Dann kann man die hier hinlegen und mit der Kickerkarte einmal den Grauen zurücknehmen. Einmal benutzte Kicker kommen auf diese Karte hier rauf und werden da gesammelt bis zur nächsten Runde. Das ist die Rückseite von dieser Helferkarte. Ja, das sind die sogenannten Kicker. Gehen wir jetzt noch mal ein bisschen näher auf die Runde und auf die Regeln ein. Schnell noch zum Nachtrag. Es kommen auch noch 5x 100.000 dazu. Und diese variablen Karten, diese sind auch ganz witzig. Wenn die an einem Casino erscheinen, zählen die als 40.000 beim Auslegen. Vor dem Auswerten werden aber neue Karten gezogen, nämlich 3, und der mittlere Wert wird hierdurch ersetzt. Sozusagen, man weiß nicht, was man kriegt. Ja, gucken wir uns nun, wie versprochen, ein wenig näher eine Runde an. Dafür habe ich hier schon ein wenig aufgebaut. Schwarz, Rot, Gelb, Blau und Grün. Mit denen spiele ich auch gleich so. Hier oben diese Karten. Davon gebe ich jetzt jedem eine schon mal. Allerdings erst für die Demonstrationszwecke. So, da müsst ihr ja doch dabei bleiben jetzt hier. So. Und dieses hier würde, jetzt nehmen wir mal an, der Startspieler werden. Dann drehe ich die um, dann weiß der eigentlich, was er zu tun hat. Und hier hat er eine Aktionskarte, die kann er jederzeit einsetzen. Beginnen tut jede Runde damit, dass man an die 6 Casinos, ich spiele mit dem einarmigen Banditen, dazu gleich etwas mehr, Werte anlegt. Bei 5 Spielern bis zu 60.000. Ich nehme also von meinem Geldstapel hier Karten und lege hier an, 100.000, damit ist es erfüllt. 60.000. Damit ist es erfüllt, denn 60.000 oder mehr heißt die Regel. Hier sind es 30.000. Da kommt also nochmal 80 dazu. 2 Scheine. Ja, und so geht das weiter. Hier sind es 10, bla bla bla, 30. Da kommen sogar mal 40. Oh, da kommen sogar mal 140. Da kommen richtig viele Scheine ran. Naja, und so weiter. Kann man sich jetzt vorstellen. Ich mache das mal eben hier zu Ende. So. Nun beginnt der erste Spieler mit Würfeln. Und zwar wie folgt. Ich packe jetzt schon die sogenannten Kicker und die neutralen dazu, damit ihr das eigentlich seht. Der hat dann also 8 eigene Würfel, darunter ein dicker, 2 weiße und 2, also die neutralen weißen und die 2 Kicker. Jetzt sucht er aus seinen Würfeln aus eine Zahlensorte. Also er hat hier 2 Sechsen gewürfelt, 3 Fünfen, da ist ein Neutraler bei. Eine 4, 3 Dreien, 2 Zweien und eine 1. Und er kann sich jetzt entscheiden, für welche auch immer. Für welche auch immer er sich entscheidet, er muss diese Zahlen an das Casino anlegen, was diese Zahlen auch beinhaltet. Nehmen wir mal an, er nimmt die Zweier, dann muss er auf das Zweier-Casino legen. Der Kicker, und darum habe ich das ausgewählt, bedeutet, da ist ja noch keiner drauf, er müsste sich selber rauskicken. Der schwarze Würfel geht wieder zurück und der Kicker ist benutzt. Völlig schwachsinniger Zug, deswegen machen wir es nicht. Wenn er die 3 nimmt, muss er natürlich alles an die 3 legen, auch den Neutralen. Wie schon gesagt, bei der Endabrechnung, komme ich aber gleich nochmal zu, wenn die Neutralen die Überhand haben, naja, dann gewinnen die. Den einarmigen Banditen, das Extra-Casino, erkläre ich gleich, nur damit ihr es gesehen habt. So, der hier auch nochmal schnell, habe ich die Extra-Würfel vergessen. Nur damit wir es schneller weitermachen, der legt die Dreier auch hier an. So, und jetzt geht es weiter, der nächste würfelt und so weiter und so fort.
Jeder muss wenigstens einen anlegen. Wenn man möchte, kann man natürlich auch, wenn man einen Schwung aus, hier so einen richtigen Schwung aus Vieren anlegt, hier ordentlich Vieren anlegen, wenn man das möchte. Das ist jedem selber überzulassen. Taktisch gesehen ist es mit vielen Anlegen, das ist natürlich ein Statement, damit kann man aber nur aktiv agieren und nicht reagieren. So, gucken wir uns an, wie es gleich weitergeht. An den Vieren und an den Dreien einmal, beispielhalber. So, an den Dreien hier. Ist das jetzt die Endwertung, dann würde es wie folgt aussehen. Und zwar, in der Endabrechnung darf als erstes sich der Spieler aussuchen, einen Geldbetrag, der die meisten Würfel da hat. Nun hat Rot 2 und Schwarz 2. Die beiden neutralisieren sich. Und ebenfalls Gelb und Weiß haben je einen. Auch die neutralisieren sich. Das gesamte Geld würde wegkommen. Wäre es so zum Beispiel, dann würden sich Grün, Rot und Schwarz eliminieren. Und Gelb hat den höchsten Würfel, der mit keinem sozusagen die gleiche Anzahl bildet. Und der darf sich die 80.000 nehmen. Sieht es so aus, neutralisieren und neutralisieren mit zwei Würfeln, neutralisieren mit einem Würfel und der gewinnt. Ich denke, das ist ganz klar und logisch. Und jetzt wird auch klar, warum diese Kickerwürfel so interessant sind. Nehmen wir an, Schwarzwürfel so einen Kicker, ja, dann wird er ja wahrscheinlich Rot rauswürfeln. Dann ist zwar Grün immer noch Spitzenreiter, er aber Zweiter und kann immer in die 30.000 nehmen und die anderen gehen leer aus. Der Kicker geht auch raus. Das ist die Endabrechnung. Und das Ganze spielt man 4 Runden lang. Nach der ersten Runde wird alles aufgeräumt, dann wird wieder Geld neu ausgelegt und dann kriegt man einfach schlichtweg in der Runde 2 neue Geldbeträge, die ganzen Würfel wieder zurück. Der Startspieler wechselt vom ersten zum zweiten Spieler und es geht weiter. Die einzige Ausnahme dieser Regel beinhaltet der einarmige Bandit. Der einarmige Bandit hat keine Zahl drauf. Man sieht das hier, ich zoome mal noch ein bisschen mehr ran. So. An den einarmigen Banditen kann man jede Zahl legen. Nehmen wir mal an, der Rote möchte 5 anlegen und hat 2 Fünfen gewürfelt plus einen Neutralen, dann legt er das darauf. Danach ist der Schwarze dran und würfelt 2, 3 Stück, darunter ein Lila. Dann legt er die 2 ein und kickt eine Rote raus. Und da sieht man es schon. Er darf jetzt 2 anlegen. Ich habe ja gesagt, jede Zahl. Nicht aber schon dran liegende Zahlen. Jede Zahl darf also nur einmal angelegt sein, es sei denn, sie wird rausgekippt. Kickt. Wenn jetzt also Rot würfelt und da auch rein möchte, um wieder die Mehrheit zu generieren, ja, dann müsste er zum Beispiel hier mit 6 einsteigen, wenn er die jetzt würfelt. Und dann hat er mit dem Kicker, mit dem Biggie natürlich jetzt ordentlich welche dran. Der zählt ja 2 Würfel, 3, 4, 5. Und jetzt müsste Schwarz sich schon ziemlich anstrengen, um noch hinterherzukommen. Es gibt eine weitere Sonderregel und das ist dann auch schon die allerletzte Regel. Und dann können wir gleich direkt losstarten. Hier und nur hier bei dem einarmigen Banditen ist es so, bei einem Gleichstand der Würfel hier, diese zum Beispiel, neutralisieren die sich nicht, sondern der Spieler mit den höchsten Augenzahlen ist Erster. Der kriegt also hier Rot das Geld und hier die 30.000 gehen dann an. Schwarz und Weiß würde leer ausgehen. Das ist deswegen ganz interessant, weil das bedeutet, die hier angelegten Würfel bringen auf jeden Fall Geld. Das ist ja auch schon mal schön, es sei denn natürlich, sie werden rausgekehrt. Ja, das waren die Regeln. Wie gesagt, wir spielen das Ganze 4 Runden lang. Denkt dran, es gibt diese lustigen Aktionskarten und da gibt es echt witzige Dinge drin. Es gibt diese Aufträge und das bedeutet, dieser Spieler, wer auch immer das ist, muss 40.000er sammeln. Jedes Mal, wenn er einen 40.000er kriegt, darf er den Würfel von, er startet mit 1 auf 2, auf 3, auf 4, auf 5 hochdrehen und die Zahl wird nachher mit 50.000 multipliziert und zum Endergebnis dazugezählt. Und das war es auch schon mit den Regeln zu Las Vegas und Las Vegas Boulevard, der neuen Erweiterung zu dem Spiel aus dem Hause Alea. Ihr habt gesehen, Nils aus dem Hause Cyrils Brettspiele. Klingt auch cool aus dem Hause. Naja, und wir sehen uns gleich zum Spiel. Also bis gleich. Tschüss.